sieht von hier aus so ein bisschen aus, ne? Wie Schnee. Ich glaube, an dem Berg, das ist Schnee, das Weiße. Das glaube ich schon. Sieht man jetzt nicht so richtig, weil die Wolken das Ganze so ein bisschen schleiern, aber ich glaube, das ist Schnee. Hatte er gestern gesagt. Ne, vorgestern. Regnet. War gar nicht angesagt, habe ich nicht gesehen. Es sollte eigentlich schön bleiben, die ganze Woche. Bananenmann kommt. Ja, die Felder gehen auch alle weg, ne? Die haben alle schon verkauft an den Staat. Schade eigentlich. Das ist schon wieder weg, hä? Ich habe so eine richtige Schonhaltung eingenommen, wenn ich laufe. Ich belaste die Fersen nicht mehr. Also ich gehe immer so auf den oder ich humpel. Versuche eben diesen Bereich, der mir, also wenn das mein Fuß ist, ne, diesen Bereich versuche ich halt nicht mehr zu belasten. Das ist ja auch scheiße, ne? Wenn du jetzt so eine Schonhaltung einnimmst, immer nur damit du da nicht auftreten musst. Das ist auch ganz schön. Aua, ne? Wenn ich da auftrete, ich habe das versucht zu vermeiden. Aber manche, wenn ich länger gesessen habe und dann aufstehe, das ist richtig doll, tut das weh. Wenn ich dann gehe wieder eine Zeit, dann ist es nicht mehr so schlimm. Gewöhnt man sich wieder dran. Wenn ich bedenke, dass ich übermorgen um 19:00 hier schon gar nicht mehr bin, übermorgen um die Zeit bin ich wahrscheinlich schon in Deutschland oder zumindest im Flugzeug, ne, türkische Zeit. Ich habe mein Finger so ein bisschen blau geworden, weil ich den Stein da raufgeschmissen habe, Idiot. Also ich kann keine Arbeit ohne Steine machen, ohne dass ich mir die auch auf den Finger haue, ne? Wie kriege ich das immer hin? Dreimal oder so ist das passiert, Leute.
meine Videos weiter schneiden. Sonst kommen wir ja hier nicht zu Potte, ne? Ich habe nur bis 5 Uhr eingestellt. Jetzt muss ich den Rest auch noch machen. Ich habe mich heute mal gedrückt. Oh. Hier oben will ich noch Ordnung machen. So ein bisschen habe ich ja schon. Mache ich dann noch mal weiter. Und Staubsaugen auf jeden Fall hier oben auch noch. So. Das hänge ich dann mal hier hin. Ob ich noch einen Kaffee kochen soll, aber irgendwie finde ich das schon. Das ist schon so dunkel, das ist ja eigentlich schon zu spät. Ne? Ja, ich wollte noch Spüle kaufen. Ja. Ja, das sollte ich alles noch machen. Da habe ich aber keine Lust mehr zu. Wasser müsste noch reichen bis morgen. Für den Kaffee reicht das, zum Trinken, es reicht. Ciao. Und den habe ich sauber. Müssen wir nur noch kochen nachher, ne? Gut, dann werde ich mal weiter schneiden. Ich mache heute den Himmel an. Sehe ich dich schön. Oh mein Gott. Der Himmel brennt in gelben Farben. Sieht wirklich so aus. Richtig schön. Ja, es ist 17.10 Uhr. Ich werde jetzt mein Video hier drehen. Dachte ich mir mal. Heute hier mit diesem schönen Himmel im Hintergrund, das ist einfach nur wunderschön, oder? Ich werde mein Half-Life jetzt hier drehen. Das ist einfach nur schön hier. So. Pascha hat eben versucht, hier diesen Zaun aufzubeißen. Er steckt einfach seine Zähne da rein und dann beißt er das auf, ne? Hier versucht er das abzuziehen. Hier hat er das eben versucht, das abzuziehen. Jetzt echt Angst, aber hier ist es eigentlich gut vernetzt. Hier kann er, also es dürfte ihm eigentlich nicht gelingen, das aufzumachen, ja. Das hoffe ich jedenfalls. Huhn ist schlafen gegangen. Hier, er steckt die Zähne hier rein und dann zieht er das weg, ne? Ja, versucht er jetzt wieder gleich bestimmt. Der hat wieder Blut geleckt. Das ist Bonjour. Bonjour nicht. Pascha macht das. Keine Ahnung, ja. Hier ist es nicht so fest. Hier werde ich das mal hier einmal festmachen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das abkriegt. Das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Hühnchen fällt einfach wieder runter. Guck mal. Jetzt schafft das. Er kommt nicht an seinen Positionsplatz da. Er schimpft da. Ich habe da ja noch so ein Drahtstück gehabt, dass ich da das eine noch mal ein bisschen fester mache. Ich habe nämlich zu dem Huhn rübergeworfen und habe dem Hund nichts abgegeben. Und das fand Pascha jetzt gar nicht gut.
Und da versucht er jetzt, deswegen hat er versucht, das jetzt aufzubeißen, damit er daran kommt, wo Hühnchen ist. Wäre natürlich ganz gut, wenn ich das mache, ohne dass er dabei ist. Ne? Guckt er natürlich ganz genau, was ich da mache. Ihr seid beide Schlingel, ne? Du ganz besonders und du bist ein ganzer böser Pascha, ne? Ja, ein ganzer böser Pascha bist du. Alles machst du kaputt, ne? Und du auch. Ja, ganz süß seid ihr beide. Ja, ganz süß seid ihr, ganz süß. Ja, ganz süß. Ja, siehst du, wie ist das? Nein, ich beiß nicht. Nee, ich beiß nicht. Nee, ja, nee, ich beiß nicht. Dann fertig und dann mache ich mal die restlichen Fenster alle zu. Essen kochen. Aber was? Das kann ich hier auch anmachen. Nudeln koche ich mir mit dieser Soße, die aus dem Glas, die schmeckt nämlich gut. Hätte gern von dem Weinkäse dazu, aber was nicht ist, kann man nicht machen, ne? So. Dann koche ich das mal eben. Ich habe keine mehr. Und diese Soße. Diese würde ich machen. Die hatte ich mir bestellt. Die ist auch richtig gut verschlossen. Mal gucken. Ah ja, das kriegt man gar nicht. Gut, dann würde ich sagen, hol mal einen Topf. Dann mache ich für die Tiere auch ein bisschen mehr. Wir essen ja gerne Nudeln. Und auch ein halbes Papier reicht. Okay. Oh, ich habe schon nicht welche. Nicht mehr viel. Thank you.
wieder abzunehmen.